Shalom, shalom. Ihr Lieben, ich vertraue, dass alle, die mir zuhören, jetzt schon in ganz tiefem Frieden leben mit sich selbst, mit Gott und mit den Mitmenschen. Aber heute möchte ich darüber sprechen, dass Gott Pläne für dich und für mich hat. Er möchte aus uns allen Helden machen. Und da möchte ich euch jetzt einmal ein paar wunderbare Helden aus dem Alten Testament vorlesen. Jakob war ein Manipulierer, Petrus war ein Feigling, David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Wisst ihr, wenn das die großen Helden Gottes sind, ich glaube, dann können wir unseren Namen auch drunter setzen. Das waren Versager. Aber durch ihre innige Begegnung mit Gott und ihr sich total auf ihn einlassen, sind sie Helden geworden, die heute unsere Vorbilder sind. Na, Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und da möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Denn Gott möchte, dass wir dort wachsen, wo wir hingestellt wurden. Er hat für jeden von uns einen außerordentlich guten Plan vorgesehen. Und ein altes Sprichwort sagt, du musst dein eigenes Wachsen tun, ganz gleich wie groß dein Großvater war. Nichts aus deiner Vergangenheit wird dazu führen, dass du wächst. Das Einzige, was das bewirkt, ist deine volle Hingabe, es zu tun. Und jede neue Stufe des Wachstums in deinem Leben fordert neue Hingabe und Opfer. Es geht nicht darum, dass du dir Leiden und Schmerzen suchst. Das solltest du niemals tun. Aber manche Wachstumsschritte sind mit Leiden und Schmerzen verbunden. Nimm sie an und vertraue Gott, dass er dir die Gnade gibt, die du brauchst, um in der entsprechenden Situation zu wachsen. Wisst ihr, dass ich heute 14.000 Kindern mit der Hilfe von Tausenden von gebenden Menschen aus Europa und dienenden Menschen in Afrika eine Möglichkeit geben darf für eine neue Zukunft, ist ein unwahrscheinliches Wunder Gottes. Aber ihr Lieben, mit 20 habe ich schon immer wieder, bis zwischen 20 und 30, die Schriftstelle bekommen, frohlocke du Unfruchtbare, denn du wirst mehr Kinder haben als die Fruchtbare. Ich sage, ich will nicht mehr, ich will eigene. Das war ein Kampf in mir. Ich will nicht mehr. Aber heute, ihr Lieben, bin ich dankbar, dass Gott mich mit seiner Liebe bezwungen hat. Und ich heute wirklich von Tausenden von Kindern Mama Maria genannt werde. Und ich die glücklichste Mutter bin, die du je gesehen hast. So, aber jetzt möchte ich euch, der Herr sagt hier, kommet alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch war ganz anders als das Joch, das ich mir selbst gesucht hätte. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. So, jetzt lese ich euch hier eine Geschichte vor von dem bettelnden Königssohn, der mich sehr, diese Geschichte hat mich sehr berührt. Es gibt die Geschichte vom bettelnden Königssohn, die ich vor Jahren irgendwo gelesen habe. Sie hat mir die Augen geöffnet und mir sehr geholfen, meinen Weg langsam, aber sicher zurück in den Königspalast zu finden. Ich durfte erfahren, dass ich nicht das Ergebnis meiner natürlichen Herkunft, nicht das Ergebnis meiner Familie, meiner Erziehung, meiner Erfahrungen bleiben muss, sondern dass es meine ursprüngliche Bestimmung ist, ein Königskind zu sein. Und da lese ich euch jetzt die Geschichte vor. Ich glaube, jeder von euch kann sich da identifizieren. Ein großer König bekam eines Tages einen lang ersehnten Sohn, seinen Thronfolger. Das Baby trug ein auffälliges rotes Muttermal am Arm, aber ansonsten war es ganz gesund. Kurz darauf, das Baby war noch sehr klein, ging das Kind während eines Unfalls bei einer winterlichen Schlittenfahrt in der Nacht verloren. Der Schlitten blieb in einer großen Wurzel hängen und kippte in eine Schneewehe. Der ohnmächtige König und seine Frau wurden schnellstens geborgen und ins nächste Dorf gebracht.
Doch das Baby konnte nicht gefunden werden, auch als die Diener des Königs am nächsten Tag zurückkehrten, um nach ihm zu suchen. Was war geschehen? Eine Räuberbande war kurz nach dem Abtransport des Königs vorbeigekommen, hatte das Kind schreien hören und aus der Schneewehe geborgen. Zwar bemerkten sie die schönen Kleider des Kindes, die aus kostbaren Stoffen gemacht und mit Insignien versehen waren. Sie konnten aber nicht lesen, deshalb sie die Kleider verkauften und das Kind mit zu sich in die Höhle nahmen. Der König und seine Gemahlin waren außer sich vor Sorge, Kummer und Schmerz wegen ihres Verlustes und schickten täglich Boten in das ganze Land und auch über seine Grenzen hinaus, um einen Jungen mit einem Feuermal am Arm zu suchen, ihren Sohn. Viele Tage, Wochen, Monate, Jahre vergingen, ohne dass das Kind gefunden wurde. Während dieser Zeit wuchs der Junge unter den Räubern auf. Mit Schmutz und Lumpen, mit Ratten, Flöhen und Läusen. Er lernte zu betteln, zu lügen und zu betrügen, zu fluchen und zu stehlen. Als Räuber lebte er unter den Räubern, bis zu jenem denkwürdigen Tag, als ihn die Boten des Königs fanden. Bereits zum zweiten Mal war der Junge beim Stehlen erwischt worden. Weil darauf die Todesstrafe stand, hatte man ihn auf den Marktplatz geführt und ihm den Strick um den Hals gelegt, um ihn zu hängen. Doch da trafen die königlichen Boten ein und entdeckten das Feuermal auf dem entblößten Arm des Kindes. Sie schritten sofort ein, befreiten den Jungen und nahmen ihn mit zum König und seiner Gemahlin. Der Räuberjunge hatte riesige Angst, dass nun noch Schlimmeres auf ihn zukommen würde, etwa Tod durch Folter. Und als die Boten ihm die frohe Botschaft überbrachten, dass er der verlorene und lang gesuchte Sohn des Königs und seiner Gemahlin sei, hielt er es für einen grausamen Scherz. Er war doch nur ein armseliger und verachtungswürdiger Bettler. Deshalb versuchte er mehrmals vergeblich aus der Kutsche zu springen, um zu entkommen. Seine Verwirrung wurde noch größer, als er im Schloss angekommen, vom König und seiner Gemahlin überglücklich in die Arme geschlossen wurde. Es keimte der Verdacht in ihm auf, dass es sich um eine entsetzliche Verwechslung handeln müsse. Als er dann an einem Spiegel vorbeikam, schien alles mehr denn je ein Hohn zu sein. Sah so etwa ein Königssohn aus, in Lumpen gekleidet, schmutzig und unangenehm riechend, verlaust und in gebückter und unterwürfiger Haltung. Man kann sich leicht vorstellen, dass er in der ersten Nacht versuchte, das Schloss durch ein Fenster zu verlassen, um zu fliehen, und dass er einige Dinge aus Gewohnheit mitgehen ließ, sich dabei aber ironischerweise selbst bestahl. Es wäre kein Wunder, wenn er noch einige Zeit unter heimlicher Todesfurcht zu leiden gehabt hätte, wenn er sich in seinen neuen Kleidern absolut lächerlich gefühlt und immer wieder eine große Abneigung gegen die Badewanne überwinden musste. Ohne sich alle Herausforderungen und Umstände im Einzelnen auszumalen, wird jeder erahnen können, was auf den jungen Räuber in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren zukam. Er musste der werden, der er eigentlich war. Der Sohn des Königs und der zukünftige Regent des Landes. Man wird sich auch vorstellen können, welcher herausfordernden Aufgabe die Diener des Königs gegenüberstanden, als sie den Königssohn in die verschiedenen Bereiche seines Erbes einführen mussten. Es brauchte seine Zeit, bis sich der ehemalige Bettler seiner königlichen Natur entsprechend benahm, und es dauerte noch länger, bis er tatsächlich wie der Erbe des Reiches dachte und sich auch so fühlte. Wahrscheinlich erlebte er auch ab und zu einen Rückfall in sein altes Räuberleben und musste sich neu besinnen. Dieser Wachstumsprozess in die Wahrheit hinein, die ihn von all den Lügen befreite, die er bisher über sich selbst geglaubt hatte, wird von verschiedenen Faktoren begünstigt oder erschwert worden sein. Zum einen spielte die Zeit eine Rolle, die der Königssohn als Bettler und Dieb gelebt hatte. Je mehr Zeit vergeht, desto tiefer sitzt diese falsche Identität. Etwas anderes hätte in diesem Prozess allerdings ein noch größeres Gewicht. Die Frage,
welche Bedeutung der Sohn seinen eigenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen beimaß und welche Bedeutung dem gegenüber die Aussagen des Königs und der Dienerschaft für ihn hatten. Der Prozess wird sehr begünstigt worden sein, wenn er sich dazu entschlossen hat, den Worten des Königs absolute Priorität und Glaubwürdigkeit einzuräumen und davon ausgegangen ist, dass seine eigenen Informationen über sich keinen großen Wahrheitsgehalt aufweisen. In jedem Fall erwartet den bettelnden Königssohn nach seiner Rückkehr in den Hof ein Kampf. Ein Kampf zwischen verschiedenen und widersprüchlichen Informationen. Und vom Verlauf dieses Kampfes war abhängig, inwieweit er in der Lage sein würde, später das Reich Gottes zu regieren. Denn als Räuber würde er dazu nicht in der Lage sein. Ihr Lieben, was dieser Königssohn erlebte, entspricht der Natur des Kampfes um das Reich Gottes, das schon längst da ist, aber gleichzeitig vielfach noch nicht zu sehen ist. Gott ist der König über den Himmel, die Erde und die Hölle. Aber die wenigsten Menschen benehmen sich dieser Tatsache entsprechend. Diese Geschichte macht uns klar, welchen Kampf jeder von uns antritt, der sich bekehrt. So wie das Feuer mal den Räuber, so zeichnet das Blut Jesu den Christen aus. Und dennoch braucht es oft geraume Zeit, bis wir persönlich verstehen und erkennen, wer wir in Christus sind. Die Herausforderungen, denen sich der junge Thronfolger gegenüber sah, entsprechend denen, die auf einen Menschen zukommen, der von Gott erlöst wurde. Wir werden die Werke Gottes nur in dem Ausmaß antreten können, wie wir erkennen und glauben, wer wir in Jesus Christus und seinem vollendeten Erlösungswerk sind. Der König des Himmels, übrigens der beste Vater der Welt, sagt seinen Kindern, dass sie geliebt, geheiligt, befreit sind. Aber die wenigsten Kinder fühlen und erleben sich so. Sie schauen in den Spiegel, um die neue Kreatur, die neue Schöpfung zu entdecken, aber sie finden sie dort nicht. Als nächstes ziehen sie ihr Verhalten, ihre Gefühle und alles mögliche andere hinzu, um vielleicht davon abzuleiten, wie königlich sie sind. Dabei vergessen sie jedoch, dass man im Himmel und auf Erden und auf der ganzen Welt nur durch eine fundamentale und unabänderliche Tatsache königlich wird, und zwar durch Geburt. Und so müssen viele Christen erst mühsam lernen, sich selbst von ihrer Geburt in Jesus Christus und den fundamentalen biblischen Aussagen abzuleiten. Was Gott über dich sagt, ist viel ausschlaggebender, als was du über dich selbst denkst, wenn es nicht mit den Aussagen Gottes übereinstimmt oder was andere Menschen über dich sagen. Die meisten Christen haben damit Probleme. Sie machen es nämlich genau falsch herum. Sie schauen in verschiedene Arten von Spiegeln, betrachten sich selbst, ihre Eigenschaften und besonders die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und leiten davon ihre Identität ab. Die ist dann nur in den seltensten Fällen königlich. Der richtige Weg jedoch ist es, anzufangen, sich in seiner neuen Identität als Königskind zu sehen und daraus dann auf die Aufgaben und Eigenschaften zu schließen, die damit einhergehen. Und da lesen wir im Jesaja 43, 18 und 19, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott gibt uns hier einen Schlüssel, damit wir als befreite Königskinder leben können. Es geht darum, das Frühere und das Vergangene zu vergessen und in dem Sinne, dass ich mich nicht mehr daran orientiere. Ich muss es nicht jetzt, wie soll ich sagen, muss mich nicht vergewaltigen. Es ist noch da, es ist ein Teil deines Lebens, aber es ist nicht mehr dein Fundament. Wenn du Probleme damit hast, an deine Bestimmung als Königskind zu glauben, dann meditiere regelmäßig über die Wahrheiten aus dem Wort Gottes nach. Wisst ihr, Jesus Christus ist das Wort. Und wenn du das Wort in dich nimmst und dieses Wort in dir verstoffwechselt wird, dann wird es Substanz deines Seins. Und dann wirst du mehr und mehr begreifen, wer du bist. In ihm, durch ihn und in ihm.
Also diese Worte aus der Bibel, darum rate ich jedem, der ein Problem hat, dass er sich einfach anfängt zu sehen, bewusst, wie Gott ihn sieht. Also diese Worte werden dein Leben verändern, wenn du sie in deinem Herzen mit Glauben misst. Wisst ihr, ich habe ja schon einmal erzählt bei einer anderen Situation, dass eine Seelsorgerin zu mir mal gesagt hat vor Jahren, weil ich mich immer nur als Problem gesehen habe und immer nur sehr bedacht war, nicht noch mehr Probleme hinzuzufügen. Es war ein anstrengendes Leben. Und da sagte mir diese Seelsorgerin, ich muss in den Spiegel schauen und sagen, Vater, du musst einen fantastischen Tag gehabt haben, als du mich geschaffen hast. Ich sag's euch, ich habe es einmal gesagt, ich habe Knoten im Magen bekommen und im Hirn. Und dann habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, das kann ich nicht sagen, das ist eine Lüge, ich bin ein Problem. Dann bin ich zu dieser Seelsorgerin und habe gesagt, du, das passt bei mir nicht, also das geht nicht. Ich bin ein Problem, sagt sie, ja, das hast du jetzt so lange geglaubt, diese Lüge. Aber jetzt müssen wir die Wahrheit dem gegenüberstellen. Du bist kein Problem. Du bist ein geliebtes, gewolltes, geschätztes Kind Gottes. Weitermachen. Sprich es aus und bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gott einen guten Tag hatte, als er dich erschaffen hat. Wisst ihr was? Es hat einige Wochen gedauert und dann hat es plötzlich angefangen zu greifen. Und ich konnte dann in den Spiegel schauen und sagen, ja Gott, du hattest einen guten Tag, als du mich erschaffen hast. Und wisst ihr was? Heute brauche ich gar keinen Spiegel mehr dazu. Ich weiß, Gott hatte einen guten Tag. Nicht, weil ich so großartig bin, aber weil er macht keinen Mist. Er hat nur herrliche Königskinder, die er geschaffen hat. Und wie wir in diese Identität hineinkommen, durch die Wahrheit, die uns frei macht, in dem Ausmaß werden wir heil, werden wir die Identität bekommen, für die Jesus so teuer am Kreuz bezahlt hat. Und wenn ihr wirklich in eure Bestimmung kommen wollt, kauft euch mein Buch, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Das kannst du in jeder christlichen Buchhaltung kaufen und meditiere diese einzelnen Kapitel und vor allem die Schriftstellen dazu. Ihr Lieben, das ist mein Weg mit Jesus. Und der war nicht immer leicht, weil es sehr viel Veränderung gebraucht hat. Vor allem Veränderung hier. Und darum sollen wir täglich das Wort Gottes meditieren. Das ist wie unser Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und in dem Ausmaß, wie wir das Wort Gottes in uns hineinlassen und mit Glauben im Herzen mischen, in dem Ausmaß wird es Substanz werden. Und Jesus in uns, unsere Identität werden. Und ich bete jetzt für dich, dass du den Mut hast zu dieser Veränderung. Dass du den Blickwinkel wegnimmst von deiner Vergangenheit, sondern auf Jesus richtest. Und die Vergangenheit dann verarbeitest mit dem Wort Gottes. Der Herr segne dich. Du bist ein Schatz Gottes. Du bist ein Licht in dieser Welt. Du bist ein Segen und kein Problem. Shalom, Shalom.